absolut Skill am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es wieder Among Us, Leute. Und ich bin natürlich wieder der Mörder. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, Leute. Es gibt 8 Crewmember, die Aufgaben erfüllen müssen und quasi das Schiff reparieren. Die 2 Mörder müssen die anderen Crewmember ausschalten, bevor sie alle Aufgaben erledigt haben. Und das muss heimlich passieren. Die anderen dürfen nicht wissen, dass ich der Mörder bin. Nämlich, die können mich rausvoten. Und das ist die Kunst, Leute. Man muss lügen, bis sich die Balken biegen. Und das kann Lügen-Skill am besten ab. So, Leute, ab geht's. Was, Digga? Ich bin Mörder, Digga. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Ey, das ist so schlecht. Ich bin Mörder. Das ist doch geil, Digga. Das ist doch babamäßig, Alter. Oh, der hat mich nicht gesehen. Leute, ich dachte, der hat mich gesehen da oben. Also, das war schnell. Stani, es ist 100%, 1.000.000%, 100%. Warum? Weil ich wollte gerade die Challenge machen. Warte kurz, Kirk. Es redet der reportet. Der reportet hat, redet. Also ich erzähl's mal ganz kurz aus meiner Sicht. Ja. Ich mache bei Weapons die Aufgabe, wo ich das abschieße, sehe die ganze Zeit, wie Gök komplett random im Gang steht zwischen Cafeteria. Kann auch sagen, warum. Lass ihn doch mal ausgehen erstmal. Er wusste nicht, wie man reportet. Sehe, wie er da komplett random im Gang steht. Auf einmal geht er nach oben zur Cafeteria, da liegt eine Leiche, er rennt über die Leiche drüber. Ich wollte euch aufmerksam machen auf die Leiche. Digga, ich weiß nicht, wie man reportet. Okay, jetzt sag, warte, stopp, schon. Gut, jetzt erzähl noch, warum ich's war. Erzähl bitte. Weil ich wollte gerade die Challenge machen. Ich geh dahin. Ich seh eine Leiche und wen sehe ich von der Leiche entgegenlaufen? Stani. Er ist weggegangen von der Leiche, von der Richtung. Ja. Check ich nicht. Ja, okay. Ich wollte. Nein, guck mal. Ich wollte die Challenge machen, wo rechts oben bei Cafeteria. Auf einmal, ich sehe Stani mir entgegenlaufen, ich denke mir nichts. Ich laufe weiter, auf einmal sehe ich da eine Leiche. Und er kommt von der Richtung, eine 1 plus 1. Wer soll es denn auch sein? Also ich glaube ehrlich, Gök ist zu dumm, um wirklich zu reporten. Ich war, aber ich war vier Runden lang. Da steht doch die Konzentration. Nein, aber vier Runden. Digga, er hat doch selbst. Okay, ja. Vier Runden lang habt ihr gesagt, ja, ich bin. Ich mich raus, wie nach Erik, Digga. Ja. Agogo, wo warst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg zur Cafeteria von rechts. Ich würde skippen, Digga, ist mir zu unklar. Sorry, Digga, was Krigos gesagt hat, Alter. Also 100%. 1.000.000%. Agogo, du kommst nicht aus dem Schacht? Wer ist jetzt? Was soll ich machen? Stani, 100%. Mit Zertifikat. Ey, ich hab vier Sicht. Wir haben zu dritt Gök gesehen. Ja, ich stand da, weil ich wusste, ich wäre noch Mörder. Ey, danke. Ja, lol. Ihr wart auch in der Nähe von Leichen, seid ihr? Okay, Leute, Gürk ist schon mal mega verdächtig, ist egal, ich spiele jetzt ein bisschen defensiv. Ich werde jetzt ein bisschen so auf Alibi-mäßig spielen, werde jemand hinterher rennen und ja, scheiße. Ich werde, glaube ich, Agogo so ein bisschen missbrauchen als Alibi, sage ich euch ehrlich. So, hopps, Theo. Oh, ich glaube Theo. So, jetzt muss man natürlich aufpassen, Leute, wem killen wir als nächstes? Wem kill ich hier als nächstes? Agogo werde ich nicht killen. Leute, Agogo ist für mich gerade Alibi hoch 10. Das ist für die, ich muss jetzt warten, bis Nem jemand killt. Ich muss jetzt warten, bis Nem jemand killt. Die Kameras sind on, also irgendjemand ist hier an den Kameras. So, jetzt machen wir hier unseren Alchemisten-Trick, Leute. Ich werde jetzt hier alles schön faken. Alles schön fake. Machen gar keinen Film. Ich will irgendwo ein Alibi holen. Und dann ist gut. Guckt euch Gürk an. Ich werde Gürk bestimmt nicht killen.
Gök ist hier schön mein, mach das Licht rot. Bro, ich kann jetzt das Licht nicht rot machen. So, ich werde jetzt hier irgendjemanden abfangen. Ob hier einer ist, wenn hier einer sein sollte, werde ich ihn direkt gekillt ballern. Dann werde ich Reaktor noch anmachen, aber hier ist keiner. Schade, hier ist keiner. Ah, es wäre zu lecker gewesen. Wer ist tot? Theo. Theo. Nem? Ja. Die Leiche lag in Admin Room, direkt da, wo die also der Report-Button ist da aufgeploppt, wo du halt mitgemacht gemacht hast. Aber die Lichter waren aus, also möchte ich wissen, wo du das gemacht hast. Ich habe Upload gemacht, also. Ja, Upload halt. Okay. Also ich habe auf jeden Fall Theo und dich, Manella, nach unten laufen sehen aus der Cafeteria raus. Weil Theo kam von oben rechts, habe ich gesehen, auf jeden Fall. Und richtig, dann, ja. Dann mehr habe ich aber nicht. Danach ist nämlich Theo in Admin gegangen. Ich bin hochgegangen in Weapons, habe meine vorletzte Aufgabe gemacht. Dann bin ich wieder zurück und da war halt nur der Report-Button. Ich wusste noch nicht, wer liegt. Und Nem stand einfach nur daneben, hat seine Aufgabe gemacht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es Nem ist, weil das wäre echt blöd. Und ich habe bei Admin rum auch Aufgabe gemacht, ganz am Ende. Du warst machen rum? Admin und unter Cafeteria. Du warst im Admin-Room gerade und hast deine Aufgabe gemacht. Ja, und dann stand da Death Buddy. Was, hast du mich gesehen? Warum? Hast du mich gesehen? Digga, reporte doch mal rechts, hier ist so ein Report-Button, da musst du einfach raufklicken. Das macht dich unnormal aggressiv, Alter. Gerecht, du willst mir erzählen, du warst im Admin-Room und hast nicht gesehen, dass deine Leiche ist. Wer war noch mit dir im Admin-Room? Keiner, ganz am Ende keiner. Ich habe keinen gesehen. Ich war dunkel, deswegen, ich habe Challenge gemacht. Okay, ich glaube ihm. Kann sein, dass jemand aus dem Schacht gekommen ist, oder ist da ein Schacht? Die Sache ist, ich habe halt geuploadet, ich habe halt nichts gesehen. Ich habe nicht mal Theo war genau bei der Download-Aufgabe, Digga, als er diese Dings gemacht hat, als ich weggegangen bin und am Ende steht halt Nem daneben. Ich verstehe nicht, wie das nicht gesehen werden kann, Digga. Vanilla war die Leiche genau an dem Upload. Die Leiche habe ich nicht gesehen, ich habe nur den Report-Knopf gesehen, leider. Leute, wir halten uns zurück. Aber ja? Nem, Digga, wenn du deine Download-Aufgabe machst, ich muss mich jetzt konzentrieren, Leute. Bei die trotzdem aufploppen, oder? Wir müssen Concentration, weißt du? Okay. Einfach nicht so sicher. Undercover. Ich würde wieder skippen müssen. Die Sache ist, ich habe auch halt keinen gesehen. Der könnte auch vom Schacht gekommen sein, ne? Ja, ich kann. Stimmt, dann wieder abkommen. War ein guter Kill. Ich sag gar nichts. Leute, wir müssen uns, glaubt mir als Mörder, weniger ist mehr. Das ist die IQ-Taktik, die wir hier machen. Ja? Und ich werde hier, Leute, schön auf, wirklich schön auf locker spielen. Hier machen wir die Blätteraufgabe. Mann, kennst doch, Leute. Wir müssen mal aufpassen. Die Dings sind gleich durch, Leute. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die Aufgaben sind schon relativ weit. Also wir müssen jetzt Kill auch machen. Vielleicht ist hier jemand. Ist hier jemand? Michi ist unser Alibi. Zack, 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 zack. Zack, zack. Agogo ist auch unser Alibi. Agogo werde ich nicht killen, Leute. Das wäre dumm. Leiche lag zwischen Cafeteria und Admin am Weg, oder am Eingang. Kegos, hast du die Leiche gesehen? Ja. Also ich weiß, wir waren oben Medbay, Kegos war bei mir, könnte es gar nicht gewesen sein. Und wer war noch? Nem war links bei Reaktor, also ich hab, kann's auch nicht gewesen sein. Ich habe erst die Aufgabe gemacht mit diesen 5-mal Dingens und dann kam ich halt zu euch. Ja. Und ich war Elektro auf dem Weg zu Admin Cafeteria in der Richtung. Göcki schon wieder da, wo die Leiche ist, was ist denn? Ja, ich sag, ich will auch nur, ich will kurz was sagen, irgendwie,
ich sag schon die ganze Runde nichts, weil es mir auch irgendwie zu dumm ist, Digga. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Gök zuerst zum Anfang gesehen hat. Dann wurde er in Admin gesehen. Er sagt irgendwie, er sei 10 Runden, er weiß nicht, wie man reporten kann. Sorry, Digga, wir müssen jetzt jemanden rausvoten. Also, ansonsten ist seit 3 Runden schon an der Leiche. Ich habe gesehen, er ist reported, aber ich habe ja keine Leiche gesehen. Okay, ich war auf dem Weg, wie gesagt. Auf dem Weg. Ich sag ja nicht, dass ich da war. Ich war gerade Navigation gewesen. Hab da diese Raumschiffaufgabe gemacht. Mit Raumschiff fliegen, Digga. Wo war Michi überwacht? Michi? Ich, und zwar, ich war im Admin Room. Ich habe die Leiche in dem Gang gesehen, die Tür war zu. Aber ich konnte nicht reporten, ich bin zur Leiche hin, es ging nicht. Hast du Gök gesehen irgendwo in der Nähe? Gibt's da einen Bug oder so? Also wirklich, also... Hast du Gök gesehen irgendwo in der Nähe? Nein, hab ich nicht. Aber ich konnte die Leiche nicht reporten. Ich war unter Admin. Wir müssen einen voten, ich sag ehrlich. Ja, wir müssen wirklich voten. Und... Kriegers, Michi, sagt ihr? Ich weiß ja, wenn er jedes Mal in der Nähe von der Leiche... Also Gök ist dieser Scheiße, sag ich dir ehrlich. Digga, weil ich jedes Mal da war. Du warst jetzt dreimal in der Nähe von der Leiche, sorry, Digga. Ja, aber nein, ich... Okay, ich hab gar nicht gesagt, die Ritter, ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Ja, okay, warte mich, okay, warte mich. Wen hast du gewotet, Alec? Ich hab jetzt auch Gök. Es muss jemand gewotet haben. Es sind safe noch 2 Mörder. Also, ich weiß, Krios und Nem sind safe. Wer macht doch bitte eure Aufgaben, wir sind fast durch, Jungs. Ja, Mann. Gök, ja. wir haben gewonnen, Leute. Papa, wir sind die Gewinner. Lala, jetzt noch ein Double Kill und dann war's das doch hier, Leute. Schön Double Kill. Oh, ist doch Baba, Leute. Jetzt noch einfach die 2 wegfetzen. Und dann war es das ja aber komplett gewesen. Gleich Licht aus und dann, So, ich wollte nur kurz mit was sie machen, ich hatte gerade so Angst. Wer hat denn jetzt noch eine Aufgabe? Sag's mal bitte jetzt. Es nervt unnormal, Digga. Ich bin fertig, Alex. Ach, schon gut. Ja, dann, es gibt mir so... Die Matteo macht deine Aufgabe nicht oder sonst wer, Digga, also... Fertig jedes Mal! Noch nie! Ihr ja, wenn die Zeugen nicht ihre Aufgaben machen, dann... Ja, lass mal skippen und danach die Aufgaben machen. Ich krieg Pickel auf der Stirn! Ja, ich krieg auch Herpes gleich. Habt ihr geskippt? Ja, natürlich. Wir müssen ja auch einfach nur die Aufgaben machen. Ja. Ah, Leute, wir müssen auch nur noch einen Double Kill machen, ne? Eigentlich nur noch einen Double Kill. Dann müsste die Sache eigentlich gewonnen sein. Noch ein bisschen herauszögern und hab den Anfang an. Ich bin wirklich nicht. Welcher war denn? Was war denn? Ja, ohne Scheiß, so habt ihr nicht einen Doppelfehl gemacht, Alter. Ja, ich weiß nicht, ich hab gewartet, dass Nemi noch einen Zeitpunkt gemacht. Ja, ich hab gewartet, dass Nemi macht. So, den Tier hast du gekillt, okay. Aber wir haben ja nur einen Kill gebraucht. Ja, eigentlich hätte man Nemesis trotzdem. Ah, wir wollten es ein bisschen spannender machen, Leute. Warum hätten wir Nemesis rausgeholt? Ja, weil er der Einzige war bei der Leiche von Theo vorhin. Ich hatte von Anfang an. Ich sag, wäre Gürk nicht so lost, dann hätte er es auch gecheckt, weil Gürk hat mich fast wirklich beim Kill gesehen. Ich hab's ja auch gecheckt, aber ich wusste nicht. Nee, du bist einfach lost bei dem Game. Gürk, Alter, Gürk, du bist der dritte Killer, Digga. Gürk hat richtig verkackt. Scheiße. Ja, kann man nichts machen. Das war's, oder? Das war's, Jungs.